Servus Leute, herzlich willkommen hier bei Rollercoaster Tycoon und wir starten, wir fahren hier mal beim Topspin mit und hoffen, euch gefällt die Fahrt. Schön Topspin fahren, so als Einleitung, ist doch auch was Feines, oder? Der Chef fährt höchstpersönlich hier mal mit, mal schauen, wie es abgeht hier. Ja, Wolski, das geht doch schon mal gut ab hier, oder? Ein bisschen Action, Satisfaction hier heute. Jetzt werden sie schön nochmal nass gemacht und auf geht's. Ja, hier, diese Ecke soll so ein bisschen Rummelfeeling auftauchen, also Rummelplatzfeeling. Habe ich nicht gesagt, er soll zwei Runden fahren? Ich meine, ich hätte ihm gesagt, hier, komm Leute, fahr mal zwei Runden damit. Wartung, wo war denn das hier? Einstellung, Rundenzahl. Hier, ich habe doch gesagt, hier zwei Runden sollst du fahren. Keiner hört auf mich hier, du. Rundenzahl 3? Ne, 2. Hier ist Rundenzahl 2, da ist Rundenzahl 2. Und hier... Ja, da reicht eine, weil da ist so ein Andrang. Ich habe übrigens... Habe ich schon mal so ein bisschen selber angefangen, aber ihr könnt ja immer noch Verbesserungsvorschläge. Ich habe so ein paar Neptun-Figuren hier reingeparkt, ein paar, ne? Ein Hai-Angriff habe ich hier mit reingebastelt, ne? Auch liebevoll Sharky genannt. Okay, hier soll so ein bisschen die Wasserwelt entstehen, hier soll so ein bisschen Rummelplatz-Feeling entstehen. Und ja, jetzt ist die Frage... Was habe ich denn noch? Habe ich noch aufregende Fahrt? Habe ich da noch was so Dancer-mäßiges? Weil das würde doch hier gut reinpassen. Drehwurm? Nee. Fliegender Teppich ist ja eigentlich immer. Frisbee. Galgenschwung? Ja, nee. Graviton. Klaue des Untergangs hört sich auch ganz geil an. Loopingbahn. Metroid? Nee, ich will so einen Dancer haben. So eine Art Dancer. Rotorarm, Rundenbahn, Schnellboot, Schüttelpartie, Topspin, TNT-Spirale, Topspinner, Top-Twister, Zeppelin, Zwirbler. Zwirbler? Zwirbler hört sich doch eigentlich ganz lustig an. So, den setzen wir... Hierhin, den Eingang setzen wir dahin und den Ausgang, wo setzen wir den Ausgang hin? Die sollen ja auch nicht so lange latschen, um wieder rauszukommen, ne? Setzen wir hier hin, da muss dann die Bank hier halt, muss dann halt weichen. Okay, dann suchen wir hierfür einen passenden Eingang, weil ich habe dann gesehen, man kann hier auch einen schönen Ausgang, Eingang. So eine Sichel passt da nun nicht hin. So war so R2D-mäßiges, nee. So auch nicht. Rakete passt auch nicht. Das passt auch nicht. Standard will ich aber auch nicht. Ich möchte mal was Schönes haben. Sci-Fi ist... Ja, ist ja auch kein Sci-Fi. Abenteuer. Setzen wir Abenteuer dahin. Und als Ausgang lassen wir den so... Ausgang ist jetzt nicht so wichtig. Dann setzen wir jetzt hier mal einen schnuckligen Eingang hin. Warte mal, muss ich mit denen jetzt ab? Warteschlange, so, dann haben wir es doch. Geschlossen. So, immer muss ich Mülleimer versetzen.
gut, dass du den nochmal gelehrt hast. Der kommt nämlich jetzt weg. Sorry, mein Freund. Aber ist halt so. Er hat sich da Mühe gemacht hier, das Ganze. So, dann machen wir den jetzt mal auf. Aber erstmal müssen wir hier unsere Angestellten. Eine Angestellten, mein Mechaniker 1. Ich suche immer noch Namen. Ja, der muss richtig ackern hier. Der muss richtig ackern, der Gutste. Der muss richtig ackern, aber ich habe ja noch einen zweiten eingestellt, wie ihr seht. So haben wir das auch. Okay, dann machen wir das Fahrgeschäftchen. Machen wir das doch mal auf, oder? Schauen wir mal, was passiert hier bei der wilden Fahrt. Wir können ja eigentlich mal so eine Probefahrt machen. Wo haben wir es denn? Probefahrt. Schön, dass ich immer bemerke, wo ich dann hingehe, um halt mal so eine Mitfahrt zu erleben. Einstellung da nicht. Wo war denn das hier, Leute? Da, die Kamera. Ja, das ist doch sowas wie so ein Dancer. Das ist doch sowas wie ein Dancer hier. Ein bisschen kleiner wie so ein Dancer, aber das ist doch wie ein Dancer, oder Leute? Was sagt ihr dazu? Ja, das ist wie ein Dancer. Okay. So, dann stellen wir hier gleich mal ein. Rundenzahl sollen hier 3 sein. Geld will ich nicht dafür haben. Dafür haben wir den Eingang, der uns Kohle bringt. Dann brauchen wir Rundenzahl. Warum was denn? Warum was denn? Warum was denn? Achso, warum ich, machen wir hier 3 schöne, schnucklige Runden. Man soll ja auch was haben, ne? Und hier für Zwirbler könnt ihr euch dann auch mal so einen schnuckligen Namen ausdenken. So, hinein damit ins Vergnügen. Wir fahren. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ja, das wäre auch mal cool. Ihr kennt doch diesen Musikexpress, ne? Gibt's hier das auch bei Rollercoaster? So, dann machen wir hier mal ein bisschen Deko reinschieben. In den guten, alten. Ja, hier soll so Kirmes sein, ne? Seht ihr ja so. So, dann brauchen wir hier noch so ein bisschen. Bisschen. Nein, Bahn will ich nicht. Toiletten brauche ich auch nicht. Genau das brauche ich. So ein paar Lämpchen. Warum kann ich mir nie merken, wo es die Kacke zu kaufen gibt? So, hier habe ich ja mit den gotischen Wegelampen gearbeitet. Gibt es hier eine gotische Wegelampe und hier eine gotische Wegelampe? So, und dann habe ich ja einen Mülleimer weggerissen. Den bräuchte ich natürlich dann irgendwann auch nochmal wieder. Oha, der reißt mir ja hier. Da kann ich einen Urwald mit einem Bäumchen machen. Hier soll auch so ein bisschen. Hoher Baum? Nee, will ich nicht. Buschfahren. Buschfahren war doch eigentlich immer ganz cool, oder? Ja, Buschfahren ist cool. Buschfahren ist cool. Dann machen wir hier voll alles mit Buschfahren. Da, ne, da so ein Busch, hier noch ein Busch, da noch ein Busch, da noch ein Busch, da noch ein Busch. Der dreht mir ein bisschen zu langsam, Leute, hier, ne? Da müssen wir noch ein bisschen was an der PS-Zahl drehen hier. Geht ja gar nicht hier, das ist ja wie so eine Hollywood-Schaukel. Nee, Leute, das kenne ich anders bei diesen Teilen. Das kenne ich anders. So, was sind die Gedanken hier über diesen? Noch nix, ne? War das jetzt sarkastisch gemeint? War das jetzt sarkastisch? So nach dem Motto, ja, ist ganz toll, aber auch nicht so, dass der Brüller vorm Herrn. So, und hier das Lieblingsfahrgeschäft hier aus unserem Park.
Ne, das ist hier irgendwie euer Lieblingsfahrgeschäft. Oder was heißt euers? Das ist ja deren Lieblingsfahrgeschäft. Die stehen da an, no, das ist der Hammer hier. Das ist der absolute Mega-Burner hier, der. Der absolute Knaller! Das hat gut gepasst mit dem Hai diesmal. Der hält sich auch nicht an Termine oder so. Könnt ihr vergessen, Leute. Der macht, wie er will. Man kann ihn auch nicht einstellen. Ja, der Hai, der greift an, wann er will, hier, aber den kannst du nicht zähmen. Ich hab's versucht, ich hab's mit allen möglichen Tricks versucht, den so irgendwie zu überreden oder so, aber nee, der ist so eigensinnig wie ein Stück Brot. So, und hier soll ja so die Wasserwelt entstehen. Ne? Hier soll so ein bisschen die Wasserwelt entstehen und da müssen wir mal gucken, ob wir eine passende Attraktion. Nee. Westernhütte passt zu Wasser nun nicht gerade so. Aufblasbaren UFO, Säbel, Standardstand mit Reklametafeln. Ich will hier irgendwas, was so zu Sonnenmilch. Sonnenmilch passt doch hier eigentlich ganz gut hin, oder? Nur ich habe noch keinen Wasserpark. Schilder und Speere, Scherzshirts. Piratenhüte, das passt doch hier eigentlich ganz gut hin. Gleich mal hochsetzen. Und machen wir das Ganze. Machen wir das mal auf. Also wer Piratenhüte verkaufen möchte, kann sich doch hier mal melden. Mir fällt gerade ein, ich habe hier keinen Mülleimer. Ich habe hier echt keinen Mülleimer. Da brauche ich aber so eine, die zu Wasser passt. So eine Atlantis. Dingsbums. Ja, damit sie ihren Sachen da so ein bisschen verkloppen. Ja, was heißt verkloppen? Aber das passt zu Atlantis. So, dann brauchen wir genau, weil es gerade dunkel wird hier, brauchen wir die Atlantis-Fackel. Können wir hier hinsetzen und da hinsetzen. Um das Ganze mal so ein bisschen zu erleuchten. So, dann so Bänke. Bänke, 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 Bänke. Bambus passt nicht, obwohl Bambus wird ja auch Bank im eingeborenen Stil. Atlantis Bank. Das passt doch hier super hin, ne? Wie die Faust aufs Auge hier. So, schön vor Mülleimer platzieren hier. Da können die Eltern auf ihre Kiddies warten, so nach dem Motto, ne? So nach dem Motto. Ja, hier, so, ne? Bank da so hin. Ah, ja, geht doch. Jetzt habe ich die auf beiden Seiten oder was? Ist auch egal. So, aber was noch zur Kirmes passen würde. Was habe ich bekommen? Sauberster Park. Das ist doch schon mal was. Apropos, so langsam wird es auch mal Zeit, denke ich mal. Nein. Nein. Da wollte ich hin. Per Personal. Dann will ich nur eine Sicherheitskraft mal so langsam auch mal hier reinschieben. So, dann gehe ich hier nochmal auf Personal. Parkinspektor. Reinigungskraft, Sicherheitskraft. Hier. Kann er eigentlich den kompletten
Park erstmal bewachen. Aber so viel ist es ja noch nicht. Ne, so viel ist es ja noch nicht. Hier so den ganzen Kladderadatsch-Bereich hier so. Hat er alles. Kriegt er hier noch so ein bisschen. So. So ist schön, ne? Schön. Ja, man soll ja auch nicht an Langeweile sterben, ne? Das wird natürlich dann auch noch mit dazu genommen. Hier die kleine Liebesecke. Da sind sie so mal am Kuscheln und so. Okidoki. Parkinspektor. Walten Sie Ihres Amtes. Alter, ist hier ein Andrang. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Achso, erste Hilfestation haben wir schon. Hahaha. Okay. Ich wollte schon nur eine zweite bauen, aber wenn ich jetzt noch eine habe. Dann bräuchten wir eigentlich. Wasserbahn. Windsurfer. Ah, den muss ich selber bauen. Ach du Scheiße, habe ich ja keinen Bock drauf. Weil ich, wie gesagt, Bahn bauen, da habe ich mich noch nicht so mit angefreundet. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein soll. Einrichtung. Ich bräuchte. Ja, so einen Geldautomaten können wir hier eigentlich dann auch nochmal platzieren. Ja, da kann man sich dann Kohle holen, so nach dem Motto, ich habe gedacht, ich bin ein bisschen kürzer im Park. Okay, bist du offen? Ja, du bist offen, aber irgendwie kommt keiner zu dir. Kann das so ein bisschen sein, Mädel? Du sitzt da so ganz einsam und verlassen. Gibt es hier irgendwas Wassermäßiges, was ich so dahin packen kann? Eis. Eis, da steht doch jeder drauf, ne? Dass wir die Leute so ein bisschen in den Bereich hier locken können. So, was gibt es denn da als Angebot? Auswählen. Ja, eigentlich eine Kugel Vanille, eine Kugel Schokolade. Dann da gibt es das und das. Da gibt es dann alles. So, setzen wir das mal hoch. Ein Euro. Ja, da gibt es alles und das ist am günstigsten, ne? Ist auch klar. Machen wir 1,50 und hier setzen wir das runter auf 1,40. Und hier. Was ist das denn hier eigentlich? Ja, eigentlich bin ich immer dafür, die können sich das dann aussuchen, alles, ne, was sie so haben wollen, aber. Zack, zack, zack. Ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen richtig eingeteilt. Mülleimer haben wir auch. Gut, das passt. Das passt alles. Wunderbar. So, dann will ich jetzt hier auch nicht länger. Achterbahn, Wasserbahn. Schwanboot. Scooterboote. Ey, warum gibt es dafür keine Designs, Leute? Designs verfügbar steht doch da. Und da müsste es doch eigentlich auch. Nee, ich wollte auf Wasserbahn. Oder muss ich hier draufklicken? Hä?
ralle ich jetzt gerade nicht so ganz, wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich sein darf und will. Okay, da muss ich dann wohl selber eine Bahn aus mir ausdenken, kann das sein? Mini-U-Boot. Bau. Bitte? Ach, Leute. Gibt es keine vorgefertigten anscheinend für die Wasserbahn? Kann das sein? Was können wir denn sonst noch so bauen? Ah, was haben wir denn hier? Aussichtsturm. Geisterbahn. Go-Karts. Hindernislauf. Mini-Hubschrauber. Seifenkisten. Das passt alles nicht so wirklich dahin, ne? Aber wir könnten hier mal so einen Aussichtsturm bauen. Hallo?